Meine sehr verehrten Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Galerie Bilderbuchs möchte ich Sie recht herzlich willkommen heißen und Ihnen sagen, wie sehr wir uns freuen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders möchte ich Herrn Oskar Kollo und seine Frau Jolande hier bei uns in Fulda willkommen heißen. Danken möchte ich auch den beiden jungen Damen, Janina Tilluk und Katharina Menz, die unsere Ausstellungseröffnung mit Musik untermalen. Im Anschluss an meine kurze Begrüßung können wir, und ich freue mich persönlich sehr darauf, den Ausführungen Oskar Kollos zuhören. Herr Koller wird uns ein wenig über seine Arbeit erzählen und vielleicht ein paar Geheimnisse seiner Kunst verraten. Wir eröffnen heute die Ausstellung Oskar Kollo, gestern und heute, Bilder aus 5 Jahrzehnten. Ein langer Titel für eine Ausstellung, sicherlich. Aber das ist keine normale Ausstellung. Erstmals seit vielen Jahren sind neben aktuellen Arbeiten auch Werke aus früheren Jahren gemeinsam in einer Ausstellung zu sehen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir, dem Maler und Künstler Oskar Kollo, diese Ehre erweisen dürfen. Oskar Kollo. Sicherlich den meisten von Ihnen ist der Name ein Begriff. Wir alle kennen seine Arbeiten, seine zumeist abstrakt angelegten Bilder, die sich immer auf das Wesentliche konzentrieren. Immer den leeren Raum in die Fläche mit einbeziehen und uns von weitem ihrer strahlenden Farbigkeit entgegenleuchten. Seine Arbeiten halten das Leben in seiner ewigen Fülle fest und sie sagen uns, dass hier ein Mensch mit einer großen Zuneigung zur Natur und zu Menschen gemalt hat. Wir haben versucht, Ihnen, liebe Gäste, eine Ausstellung zu präsentieren, die uns allen dem Künstler Oskar Kollo ein wenig näher bringt und in der in der uns jedes einzelne Bild seine eigene Geschichte erzählen kann. So möchte ich auch schon mit einem französischen Zitat aus dem 17. Jahrhundert schließen. Das Gemälde ruft den Betrachter und der muss sich zu ihm neigen, wie zu einem Zwiegespräch. Also, so neigen wir uns den Bildern zu und hören, was sie uns zu sagen haben. Liebe Gäste, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen, interessanten und unterhaltsamen Abend. Danke.